Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review von Phil Filler. Heute soll es um den Pelikan Souverän M605 in dunkelblau-silber gehen. Ich erzähle euch dann auch noch was zu meiner persönlichen Geschichte, wie ich zum Filler gekommen bin und eine Geschichte zu dem Filler selbst. Während meiner Schulzeit galten Filler als uncool, daher wollte ich unbedingt mit einem Kugelschreiber schreiben. Als das möglich war, habe ich das sofort umgesetzt und habe meinen Pelikan Pelicano gleich entsorgt und habe mich auf die Kugelschreiber gestürzt. Mein Schriftbild wurde immer schlimmer und eigentlich konnte es auch niemand mehr lesen. Zum Höhepunkt kam es, als ich die Mitschriften im Studium verfasst habe. Die waren dann einen Tag später für mich nicht mehr lesbar. Das heißt, ich konnte eigentlich überhaupt nicht mehr lesen, was ich damals geschrieben habe. Daher musste ich zum Teil von Kommilitonen die Mitschriften ausleihen, weil ich meine nicht mehr lesen konnte. Nach 12 Jahren Füllerabstinenz habe ich meinen Kumpel Gerrit und seinen Füller kennengelernt. Diesen hier, den Pelikan Souverän M605. Weil meine Schrift dann schon so versaut war, habe ich mir dann eine Art Blockschrift antrainiert, mit der ich jetzt noch hauptsächlich schreibe. Ich wollte mir dann, weil ich so überzeugt war, von dem Füller hier auch einen kaufen. Aber leider gibt es sie nicht mehr, denn jetzt kommt die Geschichte zu dem Füller. Ursprünglich war dieser Füller ein Exportmodell für Nordamerika. Anscheinend ist der Deal geplatzt, sodass dieses Modell doch in Deutschland angeboten wurde. Und zwar von Galeria Kaufhof. Dieser Füller hier wurde im Jahr 2009 gekauft und ist super eingeschrieben. Kommen wir nun zu den Eigenschaften des Füllers. Die Kappe und der Schaft sind dunkelblau. Die Beschläge sind silberfarben. Die Kappe hat zwei Bänder. Ein breites Band mit dem Schriftzug Pelikan Souverän Germany und ein schmaleres Band. Der Clip an der Kappe stellt einen Pelikan dar. Hier haben wir den Kopf des Pelikans und hier der Schnabel. Am unteren Ende des Schnabels geht der Schnabel nach oben, sodass ich hier leicht etwas drunter schieben kann. Zum Beispiel, wenn ich den jetzt hier an mein Hemd dran klippen würde oder an einem Buch. Der Clip sitzt schön fest und ist hier oben befestigt an einem Ring. Dieser geht über hier in einen Bauteil, also hier so ein Clip, ist schön silberfarben, verläuft quasi hier nach außen und obendrauf habe ich eine Kunststoffkappe mit zwei Pelikanen drauf, einmal hier den Babypelikan und den erwachsenen Pelikan in einer Schale. Das ist auch silberfarben und glänzt schön. Kommen wir nun zum Schaft. Am hinteren Ende habe ich hier einen Drehknopf, wo ich dann hier den Kolbenmechanismus im Füller bewegen kann. Das heißt, ich kann hier die Tinte rausdrücken oder neu einziehen. Dieser endet hier bei den zwei silberfarbenen Bänden. Hier vorne habe ich ein Tintenfenster, das heißt, ich könnte den Pelikan so gegens Licht halten und wenn das Licht hier durchscheint, dann sehe ich, wie viel Tinte noch hier drin ist. Da dieser gerade voll befüllt ist, kann ich nicht sehen, wie viel Tinte drin ist, weil das einfach hier bedeckt wird. Also Licht lässt hier dieser schwarze Bereich leicht durch. Angrenzend daran ist ein Schraubgewinde, was nicht scharfkantig ist, und der Griffbereich für den Finger. Dieser fällt hier doch etwas schmaler aus, aber das ist bei vielen Souveränen so, dass die Finger hier gerade so drauf fassen. Ich lege meinen Daumen gerne ein bisschen weiter hinter und mein Daumen würde dann hier auf dem Gewinde aufliegen, aber das ist bei meinem Souverän auch so und damit habe ich überhaupt keine Probleme, weil es ist nicht scharfkantig, also ich merke eigentlich gar nicht so das Gewinde. Weiterhin wird hier Der Griffbereich, der geht wieder hier nach außen, sodass ich dann hier vorne wirklich einen sehr schönen Grip habe. Das Griffstück ist nicht irgendwie behandelt, also es ist Kunststoff. Das ist theoretisch, könnten die Finger hier drauf rutschen, aber man hat eigentlich hier, also es ist kein Grip jetzt da. Aber wenn man hier seine Finger dran hat, dann kann man doch sehr, sehr gut mitschreiben und man rutscht auch nicht. Also es ist so vom Kunststoff her, dass das Griffstück nicht rutschig ist. Also liegt wunderbar. Also wie bei allen Souveräns, die Finger liegen wunderbar da. Weiterhin habe ich hier ein silberfarbenes Band, was hier das Ende des Füllers, also des Schafts mit Griffstück darstellt. Also das Griffstück kann man hier nicht abschrauben. Man kann hier nur den Tintenleiter hier vorne rausschrauben. Der Tintenleiter ist nämlich hier mit der Feder eingeschraubt. Kommen wir nun zur Feder. Die Feder sitzt hier auf einem Kunststoff-Tintenleiter. Es handelt sich hier um eine Goldfeder 14 Karat
Bicolo mit rodiertem Dekor. Hauptanteil der Feder ist silberfarben. Man sieht das goldfarbene Logo vom Pelikan mit dem großen Pelikan und dem kleinen Pelikan. Dann habe ich hier in der Mitte ein Luftloch drauf. Dort sind dann Schwünge eingraviert. Und die Außenkante der Feder ist auch nochmal goldfarben. Sieht sehr schön aus, wie ich finde. Kommen wir nun zu den Spezifikationen vom Füller. Der Füller wurde produziert von 2003 bis 2015. Das Gesamtgewicht des Füllers beträgt 18 Gramm. Die Gesamtlänge beträgt 133 mm. Die Schaftlänge ist 103 mm. Die Länge der Kappe ist 62 mm. Der Durchmesser des Füllers sind 12 mm. Als Befüllungssystem ist hier ein Kolbensystem drin, also es ist ein Kolbenfüller. Die Kapazität des Tintenreservoirs beträgt 1,3 Milliliter. Der Preis liegt zwischen 99 und 125 Euro und ist exklusiv bei Galeria Kaufhof zu haben. Weiter geht's mit einem Schreibbeispiel. Der Pelikan M605 ist optimal für meine Hand geeignet. Das heißt, er ist nicht zu klein, nicht zu groß, er ist eigentlich genau richtig. Er ist so ausbalanciert, dass hier im vorderen Drittel der Schwerpunkt liegt. Das heißt, er liegt nicht hier hinten, sondern hier vorne. Und so habe ich immer Druck, also leichten Druck auf der Feder. Gefällt mir sehr gut. Mein Daumen liegt hier bei dem Pelikan, weil das Griffstück etwas schmaler ausfällt, auf dem Gewinde, aber das Gewinde merke ich kaum. Es ist nicht scharfkantig, also ist eigentlich ganz gut. Meine Freundin zum Beispiel, die hat mit einem Lamy schreiben gelernt, mit so einem Lamy ABC. Sie fässt hier vorne immer an, weil hier auch die Griffmühlen beim Lamy ABC sind. Sie würde wahrscheinlich hier besser mit klarkommen, aber weil ich habe mit dem Pelicano gelernt und ich weiß auch nicht warum. Ich packe aber hier immer meinen Daumen etwas hinter und da komme ich dann halt hier aufs Gewinde drauf. Stört mich aber nicht, das ist bei meinem M805 genauso. Ja, kommen wir jetzt mal zum Schreibtest. Ich habe hier ein Pelikan M605 Souverän. Als Farbe habe ich hier Graf von Faber Castell, Doppel, zack, Midnight Blue. Als Federstärke habe ich hier eine M. Man muss sagen, bei den Souveräns ist es meistens so, dass die Strichstärke immer eins größer ist als das, was auf der Feder draufsteht. Hier steht M drauf. Aber ich würde sagen, die Strichstärke hier von dem M605 ist auch wirklich eine M. Das ist immer von der Fertigung abhängig, aber bei meinem M805 habe ich jetzt dreimal die Feder tauschen lassen, bis mir die Strichstärke gefallen hat. Aber hier ist es wirklich eine M. Also super Feder. Jetzt kommen wir zum weiteren Schreibbeispiel, den Satz aller Sätze. Wie Quick Brown Fox jumps over the lazy duck. Jetzt machen wir mal Fast Writing, also wenn man jetzt quasi eine Unterschrift machen würde. Ah, super Unterschrift. Gefällt mir. Funktioniert sehr gut mit dem. Jetzt schauen wir uns die Linienvarianz an. Ich würde sagen, es ist eine gleichmäßige Strichstärke, so wie ich es auch von einer normalen M-Feder erwarte. Wenn ich jetzt hier achten schreibe und etwas mehr Druck drauf gehe, also nur ganz leicht, also ich möchte ihn jetzt nicht flexen, weil ich mir den Stift nur ausgeliehen habe und ich möchte ihn auch so wieder zurückgeben. Man kriegt eine leichte Linienvarianz hin. Aber man muss es dran schreiben, dass man geflext hat, also dass man eine größere Strichstärke produziert hat, also nicht der Rede wert. Die Feder, die gleitet übrigens sehr gut auf dem Papier, also ist super smooth hier auf dem schönen glatten Rhodia. Also es ist ein
Rudia Dotpad mit, wir hatten das, ich glaube 80 Gramm pro Quadratmeter. Also wie gesagt, die Feder gleitet hier wunderbar smooth über das Papier, ist einfach fantastisch. Die Feder hier ist etwas härter beim Schreiben als beim M805, aber sie ist jetzt nicht hart, sie ist halt nur, wenn man die beiden jetzt nebeneinander legt und mit schreibt, dann ist halt hier von dem M805 ist die Feder jetzt ein bisschen weicher, aber das kriegt man nur jetzt hier im direkten Schreibtest mit. Ansonsten, wenn ich jetzt, wenn eine Zeit dazwischen liegt und ich schreibe dann nochmal mit dem Füller hier und dann mit dem anderen, dann würde ich wahrscheinlich keinen Unterschied merken. Führen wir noch einen kleinen Vergleich durch, wie nass der Füller schreibt, also wie viel Tintenmenge rauskommt. In beiden Füllern habe ich die Graf von Faber-Castell Midnight Blue eingefüllt. Legen wir los. Der scheint etwas trockener zu schreiben. Hier sieht man, dass hier aus dem M805 doch mehr Tinte rauskommt. Kommen wir nun zu einem Größenvergleich. Hier habe ich dem Souverän M605 den Souverän M805, den Caveco Studente 70er Jahres-Style, den Caveco Perkeo, den Lamy All-Star und den Platinum Preppy. Kommen wir zum Fazit. Ah, stopp, noch nicht zum Fazit. Die Kappe kann man hier auch aufkappen. Macht den Stift dann ein bisschen längerer, aber ich merke gerade, dass hier der Schwerpunkt dann nicht mehr hier vorne liegt, sondern aber trotzdem noch hier in dem ersten Drittel liegt immer noch der Schwerpunkt. Also richtig gut gemacht. Also nicht hier hinten, weil jetzt die Kappe draufsteht, sodass er hier hinten wegdrehen würde. Nein, sie liegt hier vorne im vorderen Drittel. Also super gemacht hier mit dem Füller. Aber ich schreibe ungern mit Kappen und deswegen schreibe ich halt hier uncapped. Jetzt kommen wir zum Fazit. Die Balance von dem Stift, die ist einfach fantastisch, also ist sehr gut austariert. Die Feder, die ist natürlich jetzt auch schon eingeschrieben über Jahre. Sie gleitet richtig schön über das Papier, ist super smooth. Also ich schreibe mit dieser Feder hier von meinem Kumpel sehr, sehr gerne. Ist schade, dass es sein Füller ist und nicht mein Füller. Also ich hätte den auch gerne. Ist einfach fantastisch, also ich liebe diesen Füller. Das Design hier in dem Marineblau, nee, es ist kein Marineblau, mit dem Dunkelblau, finde ich sehr ansprechend, weil hier kommt dann, kommt dann hier die silbernen Beschläge, die kommen dann richtig schön zur Geltung. Das finde ich persönlich richtig schön. Also da hat man einen sehr schönen Kontrast. Das Preis-Leistungs-Verhältnis hier von diesem Stift mit dem Deal von Galeria Kaufhof ist einfach fantastisch. Also wenn ich den jetzt für 99 bis 125 Euro im Galeria Kaufhof noch finden würde, ich würde sofort zuschlagen und mir diesen Stift hier auch kaufen. Also ist einfach fantastisch. Also was er da für ein Schnäppchen ergattert hat, ist einfach hervorragend. Also wie gesagt, ich würde den Stift gerne kaufen, wenn es den geben würde. Aber leider hier, wir haben zwei Galeria Kaufhofe im Stadt. Beide haben den Stift nicht vorrätig, da bin ich einfach ein paar Jahre zu spät dran gewesen. Aber wenn ich könnte, würde ich ihn kaufen. So, das war es eigentlich schon mit dem Test. Wie ist eure Meinung zu dem Füller? Würdet ihr diesen auch kaufen? Schreibt es mir bitte in den Kommentaren. Habt ihr weitere Souveräne bei euch daheim? Wie sind eure Erfahrungen damit? Möchtet ihr, dass ich die Tinte von Graf von Faber-Castell auch noch einmal teste? Schreibt es mir auch in die Kommentare. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich bitte. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte ein Like da. Ich hoffe, einer von euch bekommt diesen Füller noch in einer Filiale und kann mir einen Tipp geben, wo ich diesen noch kaufen kann. So, das war's auch heute schon. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!